Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quiz-Duell-Video. Und heute gibt es tatsächlich pünktlich zu Halloween das Grusel-Quiz. Ihr habt es ja hier schon gesehen. Ich bin auch relativ gespannt, welche Fragen dort drankommen werden. Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ich will ja das Video nicht zu lange machen. Genau, Grusel-Quiz Runde 1. Heute ist ja Halloween, also passt es ganz gut dazu. Wie werden Schauspielerinnen manchmal bezeichnet, wenn man sie sich in Gruselfilmen einen Namen gemacht haben? Bloody Marys vielleicht? Nein, Scream Queens. Ich habe keine Ahnung wirklich. Bei welcher dieser Aktivitäten wird normalerweise nicht versucht, mit dem Jenseits in Kontakt zu treten? Ich gehe mal auf das hier. Tarot tatsächlich. Okay, bei Gläserrücken konnte ich ausschließen, alles andere nicht. Welche übernatürliche Gestalt stammt aus der Feder von Mary Shelley? Ich gehe mal auf Dracula und es ist Frankensteins Monster am Ende. Also, erste Runde lief nicht gut. Aber der Vorteil ist, wenn es in der ersten Runde nicht so gut gelaufen ist, dass die zweite Runde nur besser werden kann. Deshalb geht's gleich weiter. In was verwandeln sich die zahmen Mockways in eine Horror-Komödie aus dem Jahr 1984 bei unsachgemäßer Behandlung? Das ist jetzt auch schon wieder Serienfilme. Kenne ich mich nicht aus. Ich gehe mal auf die Zombies und das sind Gremlins. Also, ja. Genau, wie heißt der Geist, der angeblich im Schwerhinder Schloss spukt? Kasper vielleicht? Nein, Petermännchen. Also, der blutige Baron war ja von Harry Potter, glaube ich. Das kleine Gespenst ist eine eigene Geschichte. Also, da habe ich zwischen den beiden anderen gewählt und mich fürs Falsche entschieden. Ein dämonischer Hund treibt sein Unwesen in diesem Roman von Arthur Conan Doyle. Wie lautet der Buchtitel? Der schweigende Lämmer vielleicht? Nein. Hätte ich mir eigentlich denken können, der Hund von Baskerville. Also auch in 102 läuft es nicht gut. Ich weiß aber nicht, was der Grund dafür sein soll. In der dritten Runde hoffe ich jetzt auf die erste richtige Antwort. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt mal. Wie nennt sich die weit verbreitete Angst vor Spinnen? Ja, fast hatte ich es wieder. Ich wusste irgendwas mit A und Phobie hinten. Okay, gegen alle an, aber Anach oder Arachen oder wie das heißt, keine Ahnung. Dachte ich mir halt, aber wieder fürs Falsche entschieden. Also ein bisschen Pech kommt jetzt auch noch hinzu. Was spielt im Film Rosemary's Baby 1968 eine tragende Rolle? Voodoo würde ich mal sagen, nein, natürlich nicht. Satanismus war es. Also ich kann euch sagen, Filme, Serien kenne ich mich nicht aus. Welches schwarzhaarige Mädchen kroch 2002 im Horrorfilm The Ring aus Fernsehern? Okay. Carrie vielleicht. Nein, Samara. Und es ist wieder falsch. Es ist wieder alles falsch. Das gibt's doch nicht. Also, ich glaube, heute stellen wir mal den Rekord auf vom schlechtesten Quiz von mir. Die Hälfte ist vorbei und ich habe immer noch alles falsch. Das gibt es nicht. Also, so schlecht war ich noch nie. Also, das gab's wirklich noch nie, dass ich nach 3 Runden alles falsch hatte. Egal bei welchem Duell, ich habe schon so viele Spiele gemacht bei Quiz-Duell. Und noch nie war es so. Im Video zu welchem Lied entfliehen Zombies einem Friedhof und tanzen mitten auf der Straße? The Green Berets mit Zombie vielleicht? Nein, Michael Jackson mit Thriller. Ja, die Songs kenne ich die meisten. Also Green Berets mit Zombie kenne ich und auch Michael Jackson mit Thriller. Aber die anderen beiden kenne ich nur die Interpreten. Aber die Songs nicht dazu. Nach welchem übernatürlichen Phänomen wurde ein 80er-Horrorfilm benannt? Poltergeist, und das ist die erste richtige Antwort in Runde 4. Immerhin, das konnte ich nicht machen. Welche Schauspielerin kämpfte sich in den Resident Evil-Verfilmungen über die Leinwand? Keine Ahnung, auch da muss ich raten und auch das ist wieder falsch, aber zumindest eine Frage richtig. Auch das hier ist jetzt ein Novum. Lauter Einser stehen hier. 1:11 steht es aktuell, 10 Punkte hinten. Das kann ich jetzt schon nicht mehr aufholen, tatsächlich. Das kann ich jetzt schon nicht mehr aufholen, selbst wenn Team Deutschland alles falsch hat. Wahnsinn. Wahnsinn, krass auf jeden Fall. Wer schrieb Der Sandmann? Stephen King vielleicht? Nein. E.T.A. Hoffmann war das. Wie heißt der titelgebende Schriftsteller, der in einem Videospiel von 2010 versucht, seine Frau wiederzufinden? Okay, die Krüger vielleicht, nein, Alan Wake. Also, das sind hier Fragen, die
ich nicht weiß. Also muss man sich schon so mit solchen Gruselfilmen oder so auseinandersetzen, aber das mache ich ja nicht. Deshalb ist es so viel falsch. Wer ist dieses fiktive aus Creepypasta benannte Wesen? Ist es Slenderman? Ja, das ist Slenderman tatsächlich. Der Einzige, der mir irgendwas sagt. Man hört immer vom Slenderman, aber wer das genau ist, weiß man nicht. Anscheinend diese Kreatur hier. Genau, zweite richtige in 105. Also man sieht schon, ich steuere heute direkt auf einem Negativrekord zu. Letzte 100, also zwei richtige. Team Deutschland hat 13. Also es sieht ganz und gar nicht gut aus für mich. Ganz negativ heute diese Folge. Vom Ergebnis her zumindest. Wie heißt die amerikanische Stadt, in der sich die gruseligen Ereignisse der Netflix-Serie Stranger Things abspielen? Springfield vielleicht, dann Hawkins. Also, ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Welcher dieser Hitchcock-Filme ist von wahren Begebenheiten inspiriert? Das Fenster zum Hof vielleicht, dann Psycho tatsächlich. Also, letzte Frage. Schaffen wir noch die dritte richtige Antwort? Seit wann spukt Donald Trump schon als Präsident der USA im Weißen Haus herum? Wann war denn das? Also 2018 war es nicht, das war früher schon. 2016 will ich mit tippen. Weil das ist hier erst 2017. Aber es sagten auch die Mehrheit hier in 2016 tatsächlich. Ich habe so ein Gefühl, dass das tatsächlich 2016 war. Aber okay, anscheinend war es tatsächlich erst 2017. Und hier ist jetzt also mein Negativrekord. Zwei richtige im gesamten Spiel. 2 aus 18, das ist ja richtig schlecht. Und warum steht dann hier noch gut gemacht? Also, kann ich nicht verstehen. Ich belege aktuell Rang 314.000. Das ist eh nicht gut. Genau, zwei richtige. Das habe ich meistens sogar in einer Runde, also bei den normalen Fragen. Aber das hier waren keine normalen Fragen. Also, das muss man auch so ein bisschen berücksichtigen. Dann hatte ich auch oftmals Pech, dass ich zwischen zwei geschwankt habe und dann mich fürs Falsche entschieden habe. Also, es lief einiges zusammen heute. Insgesamt kann man sagen, zum Glück zählt das nie in die Statistiken mit rein, die ganzen Quiz-Duelle gegen Team Deutschland. Genau, also ich kann euch sagen, es wird definitiv besser im nächsten Quiz-Duell-Video, wo wir dann wieder Quiz-Duell-Kategorie-Meisterschaft spielen und dann auch wieder Quiz-Duell-Cup. Also da wird es, denke ich, besser laufen und somit war es auch wieder mit diesem Video, mit diesem kleinen Special heute an Halloween. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.